Die AfD tönende Wochenschau. Reichlich niedergeschlagen zeigte sich die Parteiführung dieser Tage. Geriet doch die Machtergreifung ins Stocken. In der Wählergunst verlor man gar 3 Prozentpunkte. Alles nur wegen der orchestrierten Möchtegern-Demonstrationen. Gut, dass wenigstens unser Vorsitzender Krupalla noch den Durchblick behielt. Wir sehen, dass natürlich gerade medial durch die Regierung aufgeputscht hier die Bevölkerung ein Stück weit aufgewiegelt wird. Unser Führer, der AfD Thüringen, fand gar heraus, dass die Massen bestellt waren. Allerdings weiß er noch nicht, ob bei Amazon oder Zalando. Außerdem stellte er die Echtheit des Fotomaterials in Frage. Kann es sich doch hier genauso um eine Demonstration aus einem Paralleluniversum handeln? Bleibt die Frage, warum so viel Gewese um einen ungezwungenen Plausch irgendwo in Potsdam? Denn mehr war es laut unserem parlamentarischen Geschäftsführers nun einmal nicht. Das war ein Treffen, wie es Tausende in Deutschland gibt. Fürwahr! Wer hat nicht schon einmal beim Bierchen mit Vordenkern aus der Neonazi-Szene über die systematische Vertreibung von Millionen Menschen palabert? Wo sind wir hingekommen, dass man sich nicht mehr privat treffen kann und über alles reden kann? Und wo sind wir hingekommen, wenn AfDler nicht mal mehr ungezwungen deutsches Liedgut vortragen dürfen? Am Abend des Landesparteitags der AfD Bayern am vergangenen Wochenende sollen junge Mitglieder in einer Bar rassistische Parolen gesungen haben. Ich weiß nicht, die haben da Bier getrunken und alles Mögliche gemacht. Deutschland den Deutschen heißt, wir haben ein deutsches Volk. Das sind alle, die den deutschen Pass haben, die legal zu uns kommen, arbeiten. Aber klar, dass die einfältigen Staatsmedien diesen Subtext nicht verstehen. So musste einmal mehr unsere Frontfrau in einer Brandrede so feurig wie der Reichstagsbrand von 1933 der breiten Öffentlichkeit die Augen öffnen. Diese Regierung hasst Deutschland. Und das lässt, wie es ein emsiger Parteisoldat aus Brandenburg scharfsinnig kombinierte, nur einen Schluss zu. Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen. Hoppla, das wollten wir doch eigentlich erst nach der Machtübernahme verraten. Aber Glückwunsch zum schicken grünen Polunder. Moment mal, wir senden doch eigentlich in Schwarz-Weiß. Egal. Das war die AfD-tönende Wochenschau. FN Chat, wenn es euch gefallen hat. Und danke an Alice W. für 800 Subs. Kuss aufs Auge dafür. So, wo ist denn Part 2? In der ARD-Mediathek. Slay.